Geht's dir besser? Ja, scheint zu wirken. Let's go. Tja, leider wird die Wirkung schnell nachlassen. Was? Das Mittel hat dir höchstens ein bisschen Zeit verschafft. Okay. Kann es weitergehen? Ich schaff das schon. Ashley ist wichtiger. In dem Fall wissen wir, was zu tun ist. Dann komm, Sancho Panza! Retten wir Prinzessin Dulcinea! Ja! Tut dir bloß weh. Ach, komm. Okay, das war meine Lanze. Okay, ist gut, ich komm ja. Wir machen jetzt... Warum hilfst du mir? Ja! Was ist da für dich drin? Kein Grund, misstrauisch zu sein. Let's go. Bloß helfen. Wir haben jetzt Lian, sage ich schon. Wir haben jetzt Louis wirklich als Partner. Ich kann ihn aber nicht herumkommandieren. Er macht also alles selbstständig, oder was? Er ist also eine bessere Ashley. Er ist einfach eine gute Ashley. Er ist, was Ashley wäre, wenn sie cool wäre. Holy shit. Louis, ich liebe dich. Protokoll des Vorarbeiters. Datum 11. Oktober. Heute war der schlimmste Tag meines Lebens. Meine Tochter wird 5 und was mache ich? Ich sitze in einem versifften Boot auf dem Weg zum Arsch der Welt. Wenn die Bezahlung nicht so gut wäre, würde sich garantiert keiner freiwillig dazu bereit erklären, zum Arbeiten in die Pampa zu fahren. Datum 19. Oktober. Die in der Burg ermahnen uns ständig, bei der Ausgrabung mit besonderer Vorsicht vorzugehen. Aber ein paar der Arbeiter sind zusammengebrochen, nachdem sie bloß etwas Staub eingeatmet haben. Irgendetwas verschweigen die uns hier. Es gibt zu viele Ungereimtheiten. Ich habe auch angefangen zu husten, ich sollte schlafen. Datum 26. Oktober. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Allein heute habe ich 3-mal Blut gespuckt. Ich fühle mich schwach und kann mich kaum bewegen. Ich hätte nie herkommen sollen. Ich wollte bloß Geld verdienen, aber wie es aussieht, zahle ich jetzt den Preis. Ich bin ein beschissener Vater. Es tut mir so leid, meine Kleine. Du hast Besseres verdient. Datum Oktober. Seit morgen Kopf arbeitet nicht. Warum? Mehr Blut hustet. Krabbeln viele Insekten. Höre Stimmen. Datum, ein herrlicher Tag zum Arbeiten. Das Graben bereitet mir solche Freude. Ich bin durch und durch glücklich. Alles gebe ich euch. Alles für euch, Lord Settler. Klingt wie eine gesunde Verbindung zu Lord Settler. Klingt sehr, sehr gesund. Wirklich. Warte mal, hier ist noch Händler. Oh. Wir waren gerade vorher erst bei dir, aber... Du hast wirklich was Neues direkt auch beim Tauschen, hä? Okay. Es gibt Dinge, oh, für Mathilda bekommen wir auch eine Schulterstütze. Boah, dann ist das jetzt auch natürlich interessant. Aber, ach so, 3 Schüsse in schneller Abfolge, das war die. Ja, nee, die brauche ich nicht. Die mag ich ehrlich gesagt nicht. Also solche Waffen mag ich gar nicht. Hast du sonst was Neues? Also einen goldenen Chatten, der uns nichts bringt, weil er nur scheiße ist und ich nur Bullshit davon bekomme. Nee, okay. Und hier hast du Erste Hilfe Spray. Nehme ich. Vorratskäufe. Sehr, sehr geil. Ja, sonst habe ich eh nichts. Boah, was bist denn du, Junge? Holy shit, aber... Ich hab nur egal. Ist nicht so, als hätten wir genug. Ist nicht so, als hätten wir genug, leider. Okay, komm. Louis, einfach jetzt du mit Louis. Für Umbrella gearbeitet hat. Du weißt es also. Umbrella ist erledigt. Um die brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Danke, Louis. Ich vertraue dir. Nicht beantwortet. Worauf bist du aus? Ich will mich wohl in meiner Haut fühlen. Es wieder gut machen. Sowas in der Art. Guter Boy. Louis ist einfach so cool. Gibt's hier irgendwie Loot, oder? Da kann man was einsetzen, oder was? Hey! Seit wann ist das hier eine Sackgasse? Da ging's eigentlich oder einfach TNT. Da muss man wahrscheinlich einfach nur TNT einsetzen oder so. Okay, scheiß drauf. Okay, fuck. Junge, da. Okay. Da finden wir jetzt TNT oder was? Scheint, als hätten wir Gesellschaft. Was machen wir? Boah, kämpfen, schätze ich mal, oder? Kann ich die irgendwie hochhelfen oder? Was? Oder? Chill mal ein bisschen, Louis. Ich wollte das eigentlich alles ein bisschen sneakier machen, aber wir machen es auf deine Art. Alles gut. Geht doch. Okay. Wie kommen wir da hin überhaupt?
Das ist halt, was ich mich frage. Bin ich gerade zu dumm oder sehe ich gerade irgendwas nicht, Louis? Louis, sehe ich gerade irgendwas nicht? Ich sehe irgendwas nicht, oder? Ich komme hier nicht runter, oder was? Ich muss einen anderen Weg nehmen jetzt, oder was? Ich verstehe es nicht ganz. Wo ist denn hier ein anderer Weg? Nee, kann ich nicht nehmen, hä? Warte mal. Ich verstehe den Weg gerade nicht, den wir gehen müssen. Mann, Louis, ich check's nicht, Mann. Fuck. Okay, wir werden schon noch irgendwie den Weg finden. Ich laufe einfach gegen jede Wand, bis wir irgendwann mal durchkommen. Warte, was? War da gerade was? Ich habe so hart eh gespammt und jetzt kommt's erst, wenn ich chille. Man muss erstmal chillen, oder was? Du sagst mir, ich muss chillen. Junge, gar keinen Bock auf chillen gerade. Das stimmt, Bro. Oh, cooler Hit von mir. Junge, hä? Junge, was willst du noch fressen? Nehme ich. Warte mal, nein! Nicht wieder auferstehen. Ja, komm. Du musst mir jetzt auch nicht zu dumm kommen. Sorry, Bro. Habe ich ehrlich nicht so viel Bock gerade. Seht ihr, deshalb finde ich die Waffe hier eigentlich ganz gut. Ja, töte den anderen auch noch. Gut. Kannst du ein bisschen näher kommen? Danke. Echt jetzt? Oh, das habe ich gerade gar nicht gecheckt. Man muss sich um Louis anscheinend auch keine Sorgen machen. Wenn der Damage bekommt, das juckt mich einfach nicht. Zack. Kommt ein Double Hit ab. Oh, du dummer Vollidiot. Steh doch nicht nochmal auf. Oh, ein Smaragd. Let's go. Oh, was? Bruder. Nein. Ich habe Nein gesagt. Die verstehen. Die wollen kein Nein akzeptieren. Die Menschen hier sind ein bisschen dumm. Ja, der ist dumm. Bruder, was? Er hält was aus, das muss man dem lassen. Ich sollte wahrscheinlich wieder auf Bolzen gehen. Gut gemacht. Ihr wisst jetzt bitte mal sterben. Danke, Bro. Echt zuvorkommen von dir. Okay. Passen wir zusammen. Verlieren gerade wieder alles an Munition, was wir haben. Cool. Ja, das war's dann auch schon. Hier liegt auch gar nichts mehr. Aber hier ist ein Schatz noch. Sophia. Na, das ist ja nice. Alexandrit bräuchte ich aber. Warte mal, da drüben ist ja auch ein Schatz. Wie kommen wir da hin? Ist halt jetzt auch wieder was, was wir rausfinden sollten. Hier ist Loot auf jeden Fall. Okay, Bruder, okay. MP-Money, stimmt. Sollte ich mal nachladen. Wie kommen wir hier rauf? Kommen wir da überhaupt drauf? Ich glaube nicht. Müssen wir irgendeinen Schalter betätigen anscheinend. Oh mein Gott, ja! Du, als ob du eine Chance hättest, du Idiot! Boah, du bist so dumm. Als ob du eine Chance hast, Tommy. Du kommst nicht mal zu uns her, du hast nicht mal eine Chance, deinen Kettensäge zu nutzen, du Vollidiot. Komm, Louis, wir... Oh mein Gott, Louis, du bist so viel besser als Ashley. Ja, was ist mit dir? Dein Bein kannst du... Ja, was ist denn? Ja, komm her, was ist? Louis und ich tag-teamen die so hart.
Der hat gar keinen Bock auf ihr Leben, holy shit. Junge Bruder. Geh mal auf Louis und nicht mal auf mich. Wie viele Shots hast du gerade getaked, Tommy? Was? Das hat mich gerade noch verletzt. Warte, warum habe ich gerade so viele Bolzen? Hä? Ja, komm, muss eh das nutzen, aber trotzdem ist das Bullshit. Okay. Ey, Louis ist so viel cooler. Wirklich so viel cooler. Wir werden in den nächsten Parts nur noch Trash-Talk über Ashley hören. Weil Louis einfach mir zeigt, dass man doch guten Mate haben kann. Das ist es, was ich gebraucht habe in dem Spiel, um Spaß zu haben. Einen fucking guten Mate. Okay, da kommen wir nicht rein. Geht nicht auf. Ja, ja, alles gut, alles gut. Wir haben das schon, wir haben das. Haben wir das? Wo geht's denn überhaupt hin hier? Okay. Kleinen Umweg anscheinend mal. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass wieder solche Drähte wie am Anfang vom Spiel kommen. Würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn sowas zurückkehrt. Okay, nass. Nicht nass? Muss ich gedrückt halten oder? Nee. Ja, stimmt, ich sollte weiter mit Bolzen arbeiten. Junge, der wird so aus dem Leben genommen. Der wird so aus dem Leben genommen, der hat gar keinen Bock mehr, der Junge. Louis, du schaffst das schon. Ich will doch nur den Bolzen hier, danke. Gibt's hier noch einen zweiten oder? Was muss ich denn tun? Achso, die Chest habe ich gar nicht. Okay, warum will mich dieses Spiel so abfucken? Achso, juckt ihn gar nicht. Louis. Danke. Louis, ich liebe dich. Bro, wirklich. Du bist alles, was ich im Leben gebraucht habe. Also langsam wird's kritisch wieder mit dem Platz, ne? Langsam wird's echt kritisch wieder. Ich glaube, dann können wir es mitnehmen, die Bolzen. Ja, okay. Dann mal hier aufmachen. Haben wir überhaupt jetzt irgendwas geschafft bekommen schon? Ja, sind du dein Bullshit. Achso, ja, es ist runden. Hat nur lange gedauert. Ich habe beide Shots versammelt, cool. Louis, ich brauche Deckung. Wer will aufstehen von euch? Keiner? Gut. Besser für euch ist es nämlich auch. Hey, Louis. Junge, wie kann man so cool sein wie fucking Louis? Louis ist der geilste Typ hier. Also, Louis ist mein Lieblingscharakter im ganzen Spiel vielleicht sogar. Oder, wenn man in den Teil ist, das Schlimmste an diesem Spiel. Okay. TNT, angenommen, mitgenommen. Das sollte uns weiterhelfen. Okay. Was bekommen wir jetzt, was wir nicht mittragen können? Na, gar nichts, okay. Nicht schlecht, mein Freund. You're my little dynamite. Genau, ja. Du, mein Boy, yeah. Okay. Ich will erstmal kurz diesen Schatz hier inhalieren. Goldene Sanduhr. Nice. Und da drüben war auch noch was. Mal gucken, wie man da hinkommt, weil das habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Vielleicht über oben oder so. Und warte mal. Vielleicht können wir das Dynamit hier schon nutzen. Oh. Okay, vielleicht auch nicht. Warte mal. Bin mir gerade ziemlich sicher eigentlich, dass ich da so eine Statue höre. Oder ist das hier einfach nur wieder irgendwas? Irgendwie so ein Kronleuchten-Ding, Stonks, Booms.
Bin mir nicht sicher. Ich sehe auf jeden Fall nichts. Dann lassen wir es lieber mal. Vielleicht hier draußen? Ah, das warst du! Oh, ich dachte, das wären solche kleinen Wackelköpfe wieder. Wie kommt man jetzt dahin? Oder warte mal, hier ist der Schatz ja schon. Hier irgendwo, oder? Ja, man musste gar nicht hoch, okay. Ja, eine Spinne. Nehmt man an, ist nicht das Geilste, was man bekommen kann, aber ist auf jeden Fall was, was ich sehr, sehr gerne annehme. Hier sind noch zwei Bolzen normalerweise oder so. Nee, okay, drei Pistolen. Ja, wir sind low. Halt uns voll. Ah, das war dumm, ich hätte es einfach kombinieren können. Ich Vollidiot. Ich habe das rote Kraut zu spät gesehen. Wie kann man solche Inventarprobleme haben? Okay. Warte mal, wie kommen wir da überhaupt wieder zurück? Stimmt. Müssen wir da über oben? Naja, und sorry, wenn ich das manchmal so mache, aber eine neue Maus kann das und das ist ziemlich cool. Jemanden, der sich so leicht ablenken lässt, wie ich sowieso. Okay. Was? Holy shit, oder? Wie lange geht der Part schon wieder? Viel zu lange auf jeden Fall. Deshalb geht's weiter jetzt. Ciao.